Jeden Tag hat er gesagt, endlich ist es soweit, wir können spielen Expedition der MudRunner Game, der nächste Teil, der Nachfolger von SnowRunner. Und ich bin schon so gespannt, was sich bis dahin getan hat, was sie Neues dazugefügt haben, und ich will gar nicht viel labern. Fangen wir einfach mal an, einen neuen Platz gewählt und los geht's. Ich hoffe natürlich jetzt, er lädt jetzt nicht 300 Jahre, weil das ist das erste Mal, das Anteste. Der ist aber schnell. Das ist ziemlich gut. So, die erste Aufgabe. Wir haben ja Wüstenlandschaft, einen Truck. Und werden jetzt hoffentlich irgendwie eingeführt ins Spiel. Lerne die Grundlagen des Fahrens, bevor du dich auf deine erste Expedition begibst. Okay. Ja, das ist natürlich klar. Handbremse, linken vorwärts und sowas, das ist logisch. Ja, logisch. Also vom Menü sieht es ungefähr gleich aus, nur die Schadensanzeige ist ein bisschen anders. Wir müssen da hinten hin. Da werden wir auch natürlich relativ vorsichtig erstmal hinfahren. Ich habe mir das ungefähr so von der Steuerung so gelegt wie SnowRunner. Ob jetzt hier nicht zu viel durcheinander kommt. Wir fahren gemütlich erstmal hier zur ersten Markierung und haben es geschafft. Ja, war jetzt auch nicht so schwer, glaube ich zumindest. Bei der Questmarkierung weiterzukommen. Kommen wir da auch mal hin. Und es hat ja, ja, sag ich mal, zwischen den Spielen so ein paar Jahre gedauert, aber es ist relativ gemächlich, dadurch, dass sie ja vorher SnowRunner so viele Seasons rausgebracht haben, so viele Karten, konnte man da einiges machen. Klar, da sind welche, die da sehr gerne und viel Zeit investieren. Und haben natürlich auch viele schon durch. Freuen sich natürlich jetzt hier auf ein neues Spiel, was natürlich die Stufe abgeschlossen, ein Expedition-Spiel ist. Ne? Also wir werden viel beobachten, gucken und irgendwelche Orte finden wollen. Um weiterzukommen, musst du auf Allrad umschalten. Das Fahren im Gelände erleichtert allerdings auch mehr Kraftstoffverbrauch. Gut, ja, Shift und dann Dings. Ne, das haben wir anders. Das wollen wir gar nicht so machen. Ich kann das nämlich auch so hier machen. Aber gut, er will unbedingt der Shift drücken, will ich aber nicht. Ich habe Allrad jetzt schon drin. Weil wir jetzt hier durch den Schlamm wollen. Oder durch das Wasser zumindest. Aber scheint da auch gut hinzukriegen. Fahren die so? Bitte. Haben wir geschafft erstmal. Solltest du dich festfahren, setze Differentialsperre ein, um selbst zu helfen. Um dir selbst zu helfen. Vergiss nicht, erst den ersten Gang zu schalten. Ja, aber das ist ja automatisch meistens. Ne? Also das können wir hier dann oben machen, das ist egal. Das werden wir jetzt hier. So in den Lastgang. Und dann so, ja. Hier ein bisschen matschig. Die Grafik sieht relativ hübsch aus, muss ich sagen. Wie detailreich das alles so ist, hier auch mit dem Wasser und hier den Matsch wegschieben, weiß ich jetzt nicht, ob die überhaupt so gemacht haben, dass die grafikmäßig jetzt da ein Update haben, also ob sich da so viel getan hat. Ich glaube eher weniger. So, hier stehen irgendwelche Kisten auf jeden Fall. Dann muss ich die aufladen, weiß man nicht. So, sammeln Gegenstand ein, Speicherkarte. Aktiviere den Tauschmodus. Handeln. Oha. Okay. Links ist das Fahrzeuginventar, rechts der Ressourcenbereich. Wähle den Quest-Gegenstand, füge ihn zum Fahrzeuginventar hinzu, schließe das Menü. So. Ja, Speicherkarte. Mhm. Ach so, einfach denn übertragen drücken. Habe ich Automatikmodus? Achso, ja, den will er jetzt ja natürlich nicht so machen. So, jetzt hat er Rückwärtsfahren. Und dann natürlich auch, indem er einfach. Ey, ich habe mir die Tasten wieder so selbst belegt. Ne? Ich muss dann nicht immer jedes Mal Shift drücken. Also zu viel Zeit dann letztendlich. Stufe abgeschlossen. Passt den Reifendruck an unterschiedlichen Gelände an. Eine Reduzierung verbessert spürbar die Haftung. Kosten einen höheren Kraftstoffverbrauch. Super. Das ist jetzt neu. Reifen für System, Reifendruck. Das ist ja mal. Oha. Also, sieht man jetzt hier was?
Ja. Cool. Heftig. Das hat auf jeden Fall schon mal hier richtig Gesicht. Gibt es denn hier auch einen Fotomodus? Das gibt hier keinen Fotomodus. Wie mache ich meine Fotos? Wie mache ich denn meine Fotos? Da muss es aber zumindest hier irgendwie bei der Steuerung irgendwie eine Hat ausstellen geben, oder? Spielerprofi. Da hat. Okay. Schräg. Geht hier? Hä? Was soll ich denn das machen? Schräg? Kann ich noch eine andere Schräge? Mach ich gar nicht. Kann ich das nicht auf ein Dings legen? Ich muss das mal kurz hier machen. Ihr kennt das ja mittlerweile. So. Ja. Hier geht nichts. Habe ich das nicht gespeichert? Hä? So in der Blödsinn jetzt. Da, hat. Dann muss ich das mal mir selber angucken. Also wenn ich hier jetzt drücke, passiert gar nichts irgendwie. Ich kann das ja auch mal. Ich weiß nicht, vielleicht kommt der ja mit einem F10 nicht klar oder sowas. Ich kann ja auch mal Ü nehmen. Oder Klammer. Aber da macht er gar nichts. Okay. Ich finde das nämlich hier schon extrem irgendwie schön. Ne? Vom Gelände her. Sieht ein bisschen zumindest bunt aus. So, Tageszeit, ich habe noch gar nicht geguckt. Wenn wir jetzt hier mal auf die Map gucken, haben wir auch eine Tageszeit? Irgendwie nicht so, ne? Ich sehe noch gar nichts, was so irgendwie aussieht wie eine Tageszeit. Also wir kamen jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen besser durch. Das wirkt jetzt auch nicht schlimm irgendwie. Kann man automatisch die Reifen denn... Da muss man aber auch immer dran denken, ne? Das wird ja so in den Anfangsmissionen, ja, wird halt schwierig werden, aber schon ein bisschen so anders werden. Expeditionen führen dich über weite Strecken. Hier empfehlen wir die Mitnahme von Kraftstoffkanister. Ja, super ist. Tanke dein Link Strong. Man kann auch den schnell tanken. Ah. Was das alles gibt. Das ist schon mal eine krasse Sache. Cool. Also ist schon einiges neu hier, ne? Das mit den Reifendruck ist natürlich eine coole Sache. Wenn der Fahrzeug beschädigt ist, verwende Ersatzteile, um es zu reparieren. Ja, das ist auch klar, ne? Da kann man jetzt wieder hier machen. Das ist jetzt tanken, aber jetzt bitte beschädigste hier. Achso, da kann ich direkt dann zum Beispiel sagen, hier, da ein bisschen rein. Da, da und da. Das ist ja natürlich eine richtig geile Sache. Ich würde sagen, wir machen hier den Druck erstmal wieder hoch. Ne? Und dann fahren wir auch automatisch dann da hinten hin, machen auch den Allrad erstmal aus. Achso, ja, die rein machst du. Wir liefern erstmal die Gegenstände ab. Macht der das automatisch schon mal? Muss ich overtaken? Ne, jetzt muss ich wieder overtaken. Das kennen wir ja noch aus dem Portal, also den Vorgängern. Und jetzt haben wir die erste geschafft und kriegen dafür satte 3000 Geld. Was auch immer das ist für eine Währung. So, hier sehen wir Zusammenfassung, Zeit, bla bla bla. Da werden natürlich andere das deutlich unter 3 Minuten wahrscheinlich geschafft haben. Aber die reden ja auch nicht dazu oder machen wir. Sitze ich eigentlich da unten im Weg? Wahrscheinlich nicht. Okay. Wähle deine Absetzregion. Little Colorado ist ideal, um dein Können zu verbessern. Ja, okay. Viel wählen kann ich ja hier nicht. Das ist lustig gemeint, aber nur das hier. So, erste Expedition. Ne? So, muss ich jetzt hier was machen? Ich würde das hier gerne wählen. Jetzt einfach, weil es kann. Ne? Besonders, weil die anderen ja auch noch zu sind. Ne? So, dein erster Auftrag. Du musst in die Berge fahren und ein Funkmodul installieren, um die Signalqualität an der Basis verbessert. Achso, das die. Ja, sei aber vorsichtig, der Weg ist nicht einfach. Okay, Anforderung. Stellschrauben und eine Pritsche. Ne? Gerät Offroad, bla bla bla. So, Truck. Mindestens ein Truck. Wir haben ja nicht viele, ne? Das ist ja jetzt hier, wir haben den TUS anscheinend. Und den hier. Aber wir brauchen ja eine Pritsche, also müssen wir ja den wahrscheinlich nehmen. So, was können wir denn jetzt hier so machen?
Also, Verbrauchsgüter. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier voraussagen. Upgrades. Also, wir haben hier ein bisschen was, was wir machen können. Hier können wir hinzufügen. Achso, dann können wir was machen. Im Inventar können wir machen. Die müssen wir hier mitnehmen. So. Bodenanker, Entfernung, Leuchte, Kamera, Kamerafalle. Ist jetzt nicht hier. So, denn hier nochmal Zusatz. Würde ich natürlich. Ersatzteile würde ich natürlich. Ein Ersatzrad. Und nochmal Sprit. Und ich glaube, dann sind wir erstmal ganz gut. Gehen wir da zurück. Das haben wir jetzt alles. Und dann auf der Karte können wir noch gar nichts markieren. Okay, Fahrrad zur Kreuzung, sagt er. Einsetzen. Expeditionsschaden. Okay, man muss ja mal gucken. So ich halt nicht, dass man irgendwas hier übersieht oder sonst irgendwie was. Stellschrauben ist natürlich auch ein cooles Werkzeug. Ich bin mal gespannt, wie sie das hier umgesetzt haben. So, es ist alles hier anscheinend vorgegeben. Bei Expeditionen musst du dich im Gelände zurechtfinden können. So die Minikarte. Guck mal, ja, hier haben wir denn das hier. Fahr zum Teich und prüfe das Echolot. Befolge einfach mal strikt den Anweisungen hier, bevor ich mir irgendwas. Das ist schon mal eine doofe Kante. Irgendwas mir einfallen lassen oder sonst irgendwas. So. Alter, muss ich darüber verwenden, das Echolot, um die Tiefe von Gewässer zu bestimmen, wie du dich queren willst. Öffne Tab. Und das Echolot. Ach, weil ich das sonst nicht sehe, oder? Jetzt muss ich bis da hinten hin, ja? Okay. Nee, sollt ihr da hinten hin? Ich muss auch da hinten hin. Nicht am Rand lang fahren? Den Rand sieht irgendwie cool aus. Sieht nur okay aus, ne? Ich würde ja gerne mal hier den Druck jetzt runternehmen. Um einfach zu sagen, wir fahren hier wahrscheinlich ein bisschen cooler durch. Also das ist jetzt hier alles noch nicht das Problem. Wahrscheinlich. Relativ gemütlich. Dann kann man hier jetzt das einfach nehmen. Dieser Container ist leer. Muss ich denn hier was machen? Was muss ich denn jetzt hier machen? Sammle Gegenstand ein. Hier war gar keiner. Nicht übertragbar. Was für ein Gegenstand hier? Da steht ja nicht übertragbar. Hä? Punkten braucht man eine Reihe von Auswirkungen zu übertragen vom Punkt werden. Ja, das ist klar. Ist auch nicht übertragbar. Muss das füllen hier mit ein oder was? Nee, achso, aha. Das ist ein komischer Tausch hier. Nee, Moment. Ich muss ja den hier ablassen. Ah, okay, warte. Den hier nehmen, da reinmachen. Aber wir können das ja gar nicht machen. Ich muss das echt voll machen? Das hier nehmen, da reinmachen?
Okay. Ich glaube zumindest, dass es so ist, ne? Haben wir denn jetzt hier auch... Ich habe gar keine V-Taste, ne? Ich kann gar nicht wegmachen hier oder so. Also wir können ja Zeit überspringen, aber ich sehe gar keine Zeit. So, erst aber, du musst den Berg fahren und Funkmodul installieren. Ich sehe aber nichts weiteres. Erstmal muss ich das, glaube ich, da aufhören. Zumindest laut. Hier ist auch eine Quest. Lass mal zurück die Quest noch holen. Oder kann ich Sätze ein? Ach, ich war zu voll gewesen. Oder? Wegen den Reifen? Oh, das kann sein, ne? Nochmal. Dann will ich das aber hier denn da reinmachen, ne? Dann will ich ja nicht alles machen, ne? So, zack, und dann da rein. Ah, guck mal, die Pritsche fühlt sich denn da so viel. Ah, ja, ja, ja. Okay. Jetzt heißt Kraft. Gut. Ey, voll übersehen. So, dann kommt der nächste hier. Ja, relativ gemütlich hier nach oben. Oha. Und jetzt müssen wir irgendwie dahin. Ich will erkunden den Berg mit der Drohne. Okay, tap. Drohne. Alter, was denn jetzt? Also das will... Ah, Shift hoch, runter. Also hier wird schon mal schwer. Wir müssen irgendwo von hinten... Ah, guck mal, hier geht's nach oben. Also wir müssen geradeaus und dann hier einfach um die Ecke, ne? Okay. Gecheckt. Ich würde auf jeden Fall hier den Reifendruck mal höher machen. Aber weil die Rade, glaube ich, auch geblinkt hat, ne? Das ich gesehen habe. So ein bisschen noch Sprit sparen. Wer weiß, wo wir alle heute noch hin müssen. Ich glaube nicht, dass der Weg jetzt unbedingt schwierig wird. Fahren wir hier vorne mal lang. Hier haben wir ja natürlich jetzt einen kleinen, sag ich mal, kleines Hindernis hier. So, Inventar, da haben wir ja die, ne? Was? Aufrichten, nur wenn das Fahrzeug auf dem Kopf ist. Okay. Wollte schon sagen, die kleine die wird er ja irgendwie schaffen dann. Wissen tut man es nicht, aber. Ja, hier quält er sich natürlich mit ordentlich weniger Sprit kommen. Ne? Kommt aber auch nicht um die Kurve, aber mit deutlich weniger Spaß. Gute Sache. Okay. So fliegt mit der Drohne bis so. Oh, das ist doch für Lea Schwachsinn. Okay. Ich bin doch jetzt so. Ach, ich bin zu schnell gewesen. Echt jetzt? Okay, dann fahre ich mal schnell. Rückwärts kurz mal runter. So, kurz mal rückwärts gefahren. Benutze die Winde, um dein Fahrzeug aus schwierigen Lagen zu befreien. Befestige sie an Umgebungsobjekten oder deinen Bodenanker und ziehe. Okay. Ja,
gut, aber das war ja jetzt hier keine schwierige Sache, ne? Die Winde findest du auch im Gerätemenü. Ja, hier haben wir eh was, ne? Fernglas, die Winde, das Echolot, ne? Und die Kamera. Kamera ist ganz cool. Ich finde das relativ toll, weil bei SnowRunner habe ich auch gerne im Fotomodus genommen, um mich ein bisschen besser umgucken zu können und Sachen auch zu suchen. So, aber wir sind ja jetzt hier oben gleich. Haben das denn auch geschafft? Die Mission war jetzt nicht so das Schwierigste. Ich hoffe nicht, dass die das Spiel zu einfach gemacht haben. Manchmal muss man bei Expedition Questgegenstände abliefern oder Bauwerke fertigstellen. Ne? Das ist dann okay, ne? Schau dich um mit deinem Fernglas. Bin mal gespannt, wie das denn hier so ist. Öffne die Minikarte. Okay, da soll ich hingucken. Erkunde das Gebiet. Luftabwurf. Oh ja. Du kannst aber ganz schön reinzoomen, ne? Und sonst hier irgendwas Schönes? Interessante Sachen hier, die wir brauchen. Der will auch mal hier die Zeit vorspulen. Das irgendwie geht. Ah ja, okay. Gut. Ich habe hier Luftabwurf da was. Und da war's. Das wollte ich eigentlich mir noch angucken, ganz genau, was das denn so schönes ist. Weil. Ja, will noch hier, dass ich mich mit der Drohne umschaue. Erkunde das Gebiet. Mit der Drohne kannst du unerforschte Gebiete in der Karte erkunden. Ja. Aha. Das. Den Übergang soll ich dann mir angucken. Da muss man irgendwie runter. Und dann kommt die Drohne auch automatisch zurück. Wahrscheinlich. Ich glaube nicht. Wir können ja nochmal hier. Kann ich auch die Drohne mit Motor. Ja, kann ich. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Komme ich hier runter? Nicht so, ne? Ich habe jetzt von da vorne. Ist nicht so cool. Hier der Weg runter. Wahrscheinlich auch gar nicht so cool. Sieht jetzt nicht aus wie ein richtig guter Weg, ne? Alles klar. Dann machen wir mal einen Rückwärtsgang. Also bei dem Spiel ist auch noch so, dass man einfach den B drücken kann. Und dann startet er den Motor. Also dass man jetzt hier immer den B drückt, den Motor anlassen oder die Taste, die man dafür ausgewählt hat. Das ist jetzt unerheblich dafür. Gut. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt da unten muss ich da irgendwas machen. Ich würde gerne erstmal da gucken, was wir da haben, besonders auf die Questen. Wir gucken aus der anderen, was denn hier noch so gibt. Weil jetzt sagt er, erkunde das Gebiet 98%. Muss ich noch erkunden oder habe ich schon erkunden? Achso, ich weiß es ja gar nicht so richtig, was er davon will. Hier durchzufahren war natürlich. Also nee, was für eine Sache. Aber ich glaube vom Abwurffenster wird es so sein, dass die dass hier immer dann irgendwie die Teile drin sind für die für den Funkturm da oben, ne? 100%. Achso, hier ist nur Kraftstoff. Okay, was ist hier jetzt? Hat er irgendwo doch hier eine. Da ist eine Quest oder so. Ich ziehe natürlich kurz und quer hier, aber also. Okay, nicht so schnell. Ich weiß ja nicht, wozu diese Abwurfdinger sind. Ja, ob das denn jetzt nur so.
weiß auch nicht, was er da meint. Vielleicht nicht, dass er meint hier mit der Drohne, wo ich da irgendwie ist die ganze Zeit. Hier ist er auch schon. Ich bin hier nach oben kommen. Also. Frage ist jetzt dran. Oh. Ja, siehst du? Und sowas kann natürlich dann richtig schnell in die Hose gehen. Wenn man hier, glaube ich, zu schnell rangeht, dann sitzt man aber ganz schnell mit dem, Dings auf dem Arsch. Ne? Frage ist ja, weil man es ja wahrscheinlich sehr vergleicht mit dem Vorgänger, ob man hier jetzt zum Beispiel auch ein zweites Fahrzeug holen kann. Also hätte ich jetzt den, machen müssen oder, weißt du, Bodenanker auch. So, ist natürlich so die Frage hier. Feldlager. Teils. Hat das Truckbergung? Ah, okay. So, irgendwas hat er gemacht. Ist schon mal so eine coole Sache. Wir gucken uns mal beim nächsten Mal an. Bin mal gespannt, ob man, also hier, ob ich hier irgendwie auch denn rein kann und dann irgendwas machen kann. Ist ja hier von einer Auslegung anders. Also ich kann wahrscheinlich hier gar nicht so richtig rein. Aufträge, Aufgaben, Objekte. Feldlager, Abwurf. Okay, hier müssen wir uns auf jeden Fall durchwurschteln. Aber das beim nächsten Mal. Danke schon mal. Und ja, wenn ihr selber habt, viel Spaß. Und wenn ihr so kleine Tipps habt, ohne jetzt großartig zu spoilern, dann haut raus, sagt mir Bescheid. Und wenn ihr einen Daumen da lassen wollt, dann macht das einfach, ne? Also, ich hab nichts dagegen. Wünsche euch noch was. Und mal gucken, wie viele Folgen ich jetzt am Anfang schon rausballern kann. Aber bin schon ein bisschen gehypt drauf. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.